Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Handwerk, liebe Zuschauer, ist wie kein anderer Wirtschaftszweig in der Lage, sowohl Tradition als auch Innovation miteinander zu verbinden. Letztendlich, es geht auch nicht anders, wenn man sich am Markt behaupten möchte. Heute das Thema bei Chefsache. Das war einmal. Doch der zeitgenössische Handwerksmeister kann nur im geschichtlichen Kontext gesehen und verstanden werden. Bereits 1897 wird ein Handwerksgesetz verabschiedet, das eine Handwerkskammer legitimiert und der alle Handwerker beizutreten haben. Heute ist das Handwerk ein vielseitiger Wirtschaftsbereich. Mehr als 40% der Handwerksbetriebe sind in der Metall- und Elektrobranche zu Hause, rund 20% im Bau- und Ausbaugewerbe. Auch die Bereiche Gesundheit, Pflege und Reinigung werden dem Handwerk zugeordnet. Ein Problem der Handwerksbetriebe? Die Konkurrenz durch Schwarzarbeit. Die macht mittlerweile mehr als 15% des Bruttoinlandproduktes in Deutschland aus. Tendenz steigend. Handwerksunternehmen sind überwiegend Kleinbetriebe. Seit 2004 ist der Meisterbrief keine Voraussetzung mehr für die Betriebsgründung. Seitdem ist die Zahl der Handwerksbetriebe deutlich gestiegen. Das Handwerk hat eine große regionalpolitische Bedeutung. Handwerksbetriebe tragen Wachstum und Beschäftigung auch in ländliche Regionen. Thema heute bei Chefsache: Tradition und Innovation, das Handwerk. Und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Florian Burg. Er ist Geschäftsleiter der Burg Firmengruppe mit Sitz in Ravensburg. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Burg, was viele ja nicht wissen, hinter der Firmengruppe verbirgt sich ja einer der größten Handwerksbetriebe Süddeutschlands. 220 Mitarbeiter, seit 1927 gibt es schon Ihr Unternehmen. Wir möchten heute über die Innovationskraft auch im Handwerk sprechen. Was ist das Geheimrezept? Wie schafft es das Handwerk, als die älteste Branche der Welt, so lange am Leben zu bleiben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das Handwerk hat es einfach verstanden, sich am Bedarf der Menschen auszurichten, weil daher kommt der Sinn unseres Daseins. Und wenn wir das aus dem Auge verlassen, dann würde das Handwerk sicher auch ihre Probleme haben. Aber natürlich hat das Handwerk es einfacher, wie andere Branchen, bestehen zu bleiben im Kern, weil das Handwerk einfach nicht wegzudenken ist. Also der Mensch kann sich nicht entwickeln, ohne dass er Handwerker hat. Der Mensch kann weder was bauen, noch auf den Mond fliegen, noch sich Werkzeuge bauen, um die Nahrung zu sichern. Und das war schon in der Steinzeit so. Also ein Handwerk gibt es sicherlich, bevor es Menschen, den modernen Mensch gab. Und das wird immer so bleiben. Und das ist auch gut so. Dennoch hat das Handwerk natürlich Herausforderungen zu meistern und muss schauen, dass es modern bleibt und dass es die Innovationskraft nicht verliert. Wollen wir das vielleicht mal exemplarisch auch an Ihrem Unternehmen aufzeigen? 1927, wie ging alles los? Wir haben begonnen mit einem kleinen Verkaufsladen für Emaillen hier in Ravensburg in der Bachstraße, haben quasi traditionell Blecheimer verkauft an die Haushalte. Daraus ist eine kleine Flaschnerei entstanden, die dann nach dem Krieg, wo mein Großvater mit dem Leiterwagen die Sachen repariert hat und die Fallrohre an die Häuser wieder gemacht hat. Damals war das so, dass der Klempner, der war gleichzeitig für die Bewässerung von Häusern zuständig, für die Sanitärinstallation. Und so sind wir immer mehr gewachsen, durch stetige Zuwachs im Kundenkreis, durch Halten der Stammkundschaft und haben unser Leistungsfeld immer wieder erweitert, sodass wir heute stolz sind, die gesamte Haustechnik und Gebäudetechnik aus einer Hand anzubieten. Es gibt natürlich andere Anbieter am Markt, die auch versuchen, irgendwie was vom Stück Kuchen abzubekommen. Wo sehen Sie denn heutzutage eigentlich die Chancen für das Handwerk? Also Wettbewerb generell ist für jede Branche gut, meiner Meinung nach. Wettbewerb muss sein, auch einen starken Wettbewerb. Die große Chance ist eher zu sehen an der Herausforderung des Personalrecruitings. Also wir, Handwerk ist traditionell einfach personenbezogen. Wir können unsere Leistung nicht mit Maschinen ersetzen, wollen wir auch nicht. Handwerk ist immer individuell, jedes Projekt ist anders. Das heißt, hier mit Maschinen zu arbeiten, ist relativ schwer. Man hat natürlich Hilfsmaschinen, dass man nicht mehr so buckeln muss, wie man es früher gesagt hat. Aber das Handwerk lebt natürlich von den Personen und von den Handwerkern.
Und das ist auch ein wichtiger Charakter vom Handwerk. Wir sind relativ direkt. Ein Handwerker redet, wie in den Mund gewachsen ist, sozusagen. Der menschelt, das ist auch gut so. Und Problem ist aber einfach, neues Personal zu finden, gute, die motiviert sind, die auch die Vision dahinter verstehen. Also was steckt hinter dem Handwerk und warum bin ich Handwerker aus Leidenschaft? Also nicht nur aus einer Bedarf heraus Handwerker werden, sondern da wirklich voll dahinter stehen und das mitmachen. Und nur dann, also wenn die Personalstruktur stimmt, wenn die Mitarbeiter leidenschaftlich das machen, was sie müssen, dann können sie die Qualität bringen und auch dann sind wir für die Zukunft fit. Wir werden immer weniger. Der demografische Wandel diktiert letztendlich die gesamte Wirtschaft und auch das Handwerk hat Probleme, letztendlich qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und es hat darüber hinaus noch ein Imageproblem. Man verbindet mit dem Handwerk Buckeln, wie Sie vorher gesagt haben, harte Arbeit, schlecht bezahlte Arbeit, dreckige Arbeit. Wer will denn da eigentlich noch arbeiten? Genau, und das sind in erster Linie Vorteile, muss man ganz klar sagen. Vorteile. Also Vorurteile. Weil dreckige Arbeit, dreckig ist ein böses Wort. Was ist denn schlimm daran, wenn man mal im Staub arbeitet oder wenn es mal regnet und man ist draußen den Wettereinflüssen ausgesetzt und man spürt das Wetter, man spürt die Natur, man spürt die Umwelt, man spürt, dass man lebt letztlich. Ich meine, viele unserer Handwerker könnten sich nie vorstellen, jeden Morgen um 7 oder um 8 in ein Büro zu gehen, dort zu sitzen, die klimatisierte Luft einzuatmen, um abends wieder rauszugehen. Um dann vielleicht mit 50, 60 anfangen mit Rückenproblemen, weil man den ganzen Tag gesessen ist. Als Handwerker ist man draußen unterwegs in der Region, man ist auf dem Land unterwegs, man geht in die Firmen rein, man hat immer wieder neue Projekte, der Arbeitsplatz wechselt. Man kommt ständig mit neuen Leuten zusammen und arbeitet ganz wichtig in einem Team. Und das ist heute wie in einem Fußballverein. Wir Handwerker in Deutschland gehören weltweit zu den angesehensten von der Qualität her, bewegen uns dadurch quasi so in der Champions League. Mhm. Und dem Anspruch wollen, müssen wir natürlich auch gerecht werden. Wie kommt denn das, dass sozusagen der Prophet nicht zum eigenen Land gilt? Sie sagen, wenn ein deutscher Handwerker sozusagen im Ausland auf eine Baustelle kommt, dann sind sie erstmal der König. Also ich glaube, das hat schon mehrere Faktoren. Zum einen mal sind wir durch längere Phasen des Wohlstandes schon relativ wohlstandsverwöhnt. Mhm. Es wird den Leuten, den Kindern schon eingetrichtert, mach was Gescheites, geh studieren oder lerne was, wo du nicht auf dem Bau gerade arbeiten musst. Mhm. Und früher, vor 30 Jahren, hat man gesagt, lern was Gescheites, lern ein Handwerk. Und das hat sich einfach geändert, auch durch den Wohlstand. Und dadurch beschäftigen sich die Menschen gar nicht mehr mit den Chancen, mit den Karrieren, was möglich ist auf dem Bau oder im Handwerk letztlich. Beim Handwerk ist es so, dass die Karriereleiter ist relativ lang. Also man kann auch in kürzester Zeit relativ schnell aufsteigen. Ein guter Handwerker verdient heute weitaus mehr wie ein Industriekaufmann oder ein Kaufmann. Das muss man so sagen. Die verdienen sehr gutes Geld. Das sieht auch jetzt, wenn man mal ein bisschen darauf achtet, wenn man in der Region rumfährt und sieht, wo stehen denn die Handwerksautos, die klassischen Transitbusse oder so. Die stehen bei den Leuten privat zu Hause, das sind alles schöne Häuser, die haben alle Gärten, den Leuten geht's gut. Das muss man so sagen, die haben einen schönen Job, die haben einen sehr anspruchsvollen Job und die arbeiten vor allem in einem Team. Um nochmal zurückzukommen, den Bogen zu schlagen zu diesem Vergleich mit dem Fußball. Jemand, der bei uns arbeitet, der arbeitet nicht für uns, der ist bei uns quasi unter Vertrag. Und wir müssen schauen, dass wir gute Handwerker, leidenschaftliche Menschen unter Vertrag nehmen können, um dann die Teams auch so zu gestalten, dass es effektiv ist und wir unterm Strich nachher was verdienen. Die Margen sind weitaus schlechter geworden, wie es mal zu den Zeiten war, wo man sagt, das Handwerk hat goldenen Boden. Da sind wir heute weit davon entfernt. Einfach auch aufgrund diesem Imageproblem. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Herr Burg, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ja. Und bis dahin Ihnen natürlich das Beste, auch Ihrem Team, liebe Zuschauer. Das war es auch schon wieder soweit hier bei Chefsache. Und vielleicht sind Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute. Tschüss.